Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WW2K17, meine Karriere. Heute machen wir, ja, ein Match gegen Kevin Owens, Rusev und John Cena. Welcome everyone and thanks for coming. Thanks for joining us everyone. We're sitting ringside ready to bring you all tonight's action in front of this capacity crowd. We're ready to kick things off, as you can tell by the sound of the crowd around me. There's no doubt, this is one of the most exciting lineups we've had in a month of Sundays, so stay tuned. Come back, because this is going to be a night talked about for years to come. Looking at this card, I just got to rub my hands together and smile. Singles action on tap right now. Aha. Wir greifen erneut in das nächste Match ein gegen Finn Balor. Also, es heißt schon, dass wir eine Fehde gegen ihn haben werden. Oder nicht? Ich weiß nicht. Aber ich lasse mal die Rivalität auf mich zukommen. Im Normalfall war es eigentlich eine schlechte Idee, also WW2K16, weil die WWE dann nur für mich Brock Lesnar im Plan hatte und ich gegen den schon tausendmal angetreten bin. Aber hier machen sie vielleicht was Gutes, vielleicht kann ich ja mal was loben. Das werden wir ja sehen. Ich weiß jetzt nicht, wo wir ihn angreifen werden, ob wir ihn jetzt im Entrance eingreifen werden, nach dem Match, mitten im Match. Das sehen wir jetzt. Aha. Vor dem Match. Und er steht da einfach mal. So, Baylor. Package! Piledriver. Ich will den Demon. Ich will Demon King sehen. Na gut. Finn Baylor, der Demon. Was zumindest das Main Roster gut gemacht hat im Vergleich zu NXT. Sie haben mal erklärt, warum eigentlich Baylor dieses Demon-Outfit anhabt. Und der Pele-Kick macht letztendlich die Entscheidung und macht Finn Baylor platt. Ja. Man merkt schon, wir machen uns ein bisschen unbeliebt bei Finn Baylor. Aber so muss es auch sein. Nun haben wir das Fatal 4-Way-Match zwischen, wie ich schon gesagt habe, John Cena, Kevin Owens und Rusev. Unser zweites Fatal 4-Way-Match, das erste Fatal 4-Way-Match haben wir verloren. Da hat ja Kevin Owens gewonnen, da war glaube ich nicht Rusev beteiligt, sondern Seth Rollins, soweit ich das weiß. Könnte heute sich natürlich für uns ändern, könnte aber auch schlechter werden. Wir sind natürlich ein bisschen besser geworden. Die Schwierigkeit ist natürlich ein bisschen höher geworden, weil ich glaube, als wir das gespielt haben, war es entweder auf normal oder auf schwer. Ich glaube, auf normal war das. Und jetzt haben wir es auf einer sehr, sehr schwierigen Stufe, auf legendär. Die höchste Schwierigkeitsstufe, höher geht's nicht. Gibt bestimmt Leute, die sagen, es stimmt nicht, du spielst auf leicht. Kann auch sein. Kann es auch gleich wieder zeigen, das meine ich relativ egal. Aber ich denke mal, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich nicht wirklich lüge. Zumindest hier in dem Fall. Generell. Kann man so viel sagen, auf jeden Fall. Ja, natürlich machen wir die Entrances nicht. Die zeige ich euch nicht. Ich will sie euch nicht zeigen. Die habt ihr nicht verdient. Lebe das WWE-Universum. Ich will allgemein diesen... Ich weiß nicht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr, wenn ihr teilweise genannt werdet. Also ich auch, ne? Natürlich, weil wir irgendwie auch dazu... Hallo, liebes WWE-Universum. Also, ich weiß nicht. Das hört sich irgendwie blöd an. Ich würde eher sagen, hallo, liebe WWE-Fans. Hallo, liebe... so eine Art, aber Universe. Also Universe hört sich okay an, aber irgendwie Universum hört sich immer so merkwürdig an. Also ich weiß nicht, das. Ich habe mich natürlich mittlerweile an diesen Begriff gewöhnt, kann man so viel sagen, weil ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt seit Jahren höre. Also seit etlichen Jahren. Sagen wir es mal so.
Und ja, deshalb ist es für mich schon fast Gewohnheit geworden. Okay, Kevin Owens kann sich kurzzeitig nicht wehren. Rusev auch, oder? Nee, doch, er kann sich nicht wehren. Gut, das müssen wir nutzen. So. Paley Kick. Wunderbare Aktion hier. Come on. Und nun? Oh, Powerbomb-Aktion. Bam! Los geht's. Weapon. Jawohl, schön gemacht hier. Okay, das war nicht so schön. Da hat Rusev gut kontern können. Und das auch. So. Ah, das haben wir noch gut gekontert. So. Wunderbare Aktion hier. Dieser Slingshot Crossbody, der Corkscrew Crossbody. Wie man es auch immer nennen will. Ah, Rusev dominiert ganz gut. Der macht es eigentlich relativ gut. Rusev! Machka! Oder Crash! So. Achso, ich dachte schon, warum zeigt er nicht den Phoenix Splash? Aber das hat in dem Moment gut gepasst. Aber der Falcon Arrow passt immer. Der Falcon Arrow passt immer. Und der Attitude Adjustment Piledriver sowieso. So. Macht natürlich Rusev sehr, sehr gut fertig. Kevin Owens macht in der Zeit schon John Cena sehr, sehr gut platt. So. Oh, da kommt aber John Cena mit seiner bahnbrechenden Powerbomb. Oh. What a move by the super athlete, Rusev. Oh Mann, ey. Ja, schöner Suplex. Suplex City bei Rusev. So. Ah, Kevin Owens hat jetzt ein Signature langsam. Ah, jetzt will er den Cannonball zeigen, ne? Naja. Oh, Rusev macht mich ganz gut platt. Oh, was hat Rusev vor? Ah, ich hatte... Nein, ich hatte die Chance. Oh, nee. Das ist das Problem, wenn du es nie einsetzen musst. Dann vergisst du es schnell. Ja, ist klar. Ist klar. Dann sitzt er gegen mich die Powerbomb an. Und keinen juckt es! Was ist das für eine Scheiße? Ja, komm, Owens.
punishment he takes, the slower and slower he is getting back to his feet. Yeah. He took too much time, and boy, did he pay the price. Uh-oh. Oh, was für eine Aktion von Rusev. Und ich konnte mich natürlich nicht rausrollen die ganze Zeit, ne? Also. Und ich kann es immer noch nicht. Alter, wieso kriege ich alles ab hier? Moment mal. Nein, dann kontert er. Warum roll ich raus? Jawohl. Netter Versuch, ne? Muss man so viel sagen. Und bam. John Cena! Crash! Stunner! Gut, immerhin das gehindert. Bam. Hätte ja sein können. Oh Gott, Rusev, geh mir nicht auf den Sack die ganze Zeit. Ah, jetzt können wir uns mal rausholen. Das passt doch super. Das können wir uns endlich mal holen. Das konnten wir die ganze Zeit nicht. Ja, ja. Cena, mach doch was! Hier, geh doch nicht so langsam rein. War nicht unnötig, dass ich das jetzt so früh abgebrochen habe. Warte mal, ich brauche manchmal diese Zielanzeige, muss ich manchmal anmachen. Hä? Sie nicht an. Ah. Jetzt weiß ich, wer mein Ziel ist. Nö, nö, nö. Ja. Genau, ich will natürlich den liegenden John Cena angreifen, wenn in der Nähe ein Rusev bei mir ist, der mich crushen will. Du sollst auch was machen, Owens, ne? Also. So. Zack. Suplex. Komm, Owens, das war's. Bist du immer so schwach. Okay, dann. Komm, komm. Ja. Ja.
Aber ich kick noch aus. Das hast du dir so gedacht. Oh, jetzt kommt John Boy Cena. Oh, oder du gehst zu Rusev. Dann bleib ich erstmal verschont. Come on. Nee, das ist ein Fehler. Ah, Rusev kickt nur aus. Dann rollt der sich noch raus. Alles klar. Nicht nur, dass Cena einen Finisher hat. Gut, jetzt können wir ein bisschen variieren. Jetzt können wir warten. Ne, der kickt aus. Komm. Ja. Ich wollte schon sagen, so früh kickt er nicht aus. Suplex, roll dich raus. So. Styles Clash, Styles Clash. That is the moment. This is the moment. Pin mich, pin mich. Pin mich doch! Was ist das für ein Scheiß? Alter, ist das witzlos. Alter, ist das witzlos. Ey, das ist echt witzlos, ne? Der Referee macht einfach gar nichts. Ey, noch mehr Betrug ist auch nicht, oder? Ja, komm, lass mich. Ey, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Match, ohne Witz. Ja, es geht mir so auf den Sack jetzt schon. Alter, ich hätte den besiegt. Und dann kommt so eine Kacke. Guck's mal in den Ring rein. Alter, das ist so eine Scheiße manchmal. So ein Witz. So, komm. Stunner. Ja, komm, pin. One, two. Ja! Wir haben gewonnen. Das war die Hauptsache. Also, ich hatte übertrieben keinen Bock mehr gehabt auf dieses Match. Also nach der Styles-Clash-Sache da. Mal, irgendwo haben wir das so bestimmt, oder nicht? Na, egal. Wir haben gewonnen. Und das zählt. Wie mich das einfach angekotzt hat. Unnormal. Bring den Kopf deines Gegners in den roten Bereich. Gut, das war bei 4 Gegnern nicht schwer, das hinzukriegen, würde ich mal sagen. Oh, ja, ja, ja. Sorry, dass ich ein bisschen wütend geworden bin, aber sowas macht mich schon wütend, sagen wir es mal so. Gut, wir sind wieder in der Karriere. Haben die erste Woche im August fertig. Und die zweite Woche wird immer besser.
Oh, die Trikotverkäufe steigen sehr. Das ist sehr schön. Ah, wir können uns wieder eine Fähigkeit kaufen. Dann machen wir mal. 180.000. Was wollten wir nehmen? Nee. Eine unfaire Pin. Wir haben das. Na, das noch nicht, das noch nicht. Taunt. Rope Break. Oder Auge in Auge, warte mal. Was machen wir denn? Auge Brawl. Das ist eigentlich ganz gut. Dann machen wir das nochmal. Auge auf Auge. Auf Level 2. Genau. Können uns die Sachen auch schon mal kaufen. Damit wir wissen, dass wir die bald nehmen werden. Dann besitzen wir das schon mal. Level 3. Da müssen wir ein bisschen warten, würde ich mal sagen. Guck mal, ob wir irgendwas Talentmäßiges kaufen könnten. Was gut wäre. Wie wäre es mit einem Suicide Dive? Das. Ja, gut, das dauert ein bisschen. Ja, okay. Gut. Dann können wir nochmal in die Eigenschaften wieder investieren. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Mauer Pimmelfreiung. Na, egal, was ich mache. Das verbessert um einen. Mauer mit Pimmelfreiung. Komm. Wir gönnen uns das mal. Wir gönnen uns das mal. Und dann würde ich mal sagen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.